12, 13, 14. Ah, Charlie, bist fertig, ne? Super, dann gehe ich los. Was hat er noch geschafft? Ach, das ist ja super. Ich wollte es kleiner Sprung am Morgen nennen. Das ist ja ganz wunderschön. Gut, ne? Super Titel. Okay. Gut, ich muss los. Berlin ruft, weißt du ja. Mensch, ich weiß aber nicht. Schade. Du machst was mit dem Verkäufer. Ja, immer, na klar. Ne? Das ist schon. Super. Mach's ciao. Gut. Tschüss. Sehr verehrte Gäste, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Ausstellung Spurensuche. Helene, die uns die Bilder zur Verfügung gestellt hat, ist heute leider nicht da. Sie hat in Berlin zu tun. Helene ist ja geradezu ein Shootingstar und das sind keine alternativen Fakten. Wenn Sie sich so umsehen, frage ich Sie, wer von Ihnen hat schon mal den Tanz der Heckenbraunellen gesehen? Dann wird die Welt freundlich und ist ohne Aggression. So sagte Henri Matisse. 100 Jahre später müssen wir heute die abstrahierende Ausdrucksweise der Künstler nicht mehr rechtfertigen. Es hat sich ja überall ein wahrer Stilpluralismus durchgesetzt, der letztlich alles erlaubt. Es herrschen Stille, Ruhe, Frieden, Freude vor. Ja, es ist nicht der Sache der Malerei, dieser Russe, ja, der wusste bei anderen nicht so richtig, was er so sagt, aber das ist so selbstportiert, das sind so diese Kratzspuren, ja, im eigenen Gesicht zeigt diese innere Verletzung, aber trotzdem ist es eine Leichtigkeit, es ist eine Bejahung des Schicksals, ja, das ist so großartig in dieser Einfachheit, das ist einfach unwertend, ich glaube, da weiß man gar nicht, wie man sich entscheiden soll. Das würde ich alles kaufen. Gib mir die roten Punkte!